Haben wir noch irgendwas mit Charisma Mentats oder so? Wahrnehmung. Komm, nimm mir einfach mal. Der Motor läuft nicht rund, wenn du das falsche Zeug tankst. Ja, jetzt. Meine Güte, du bist aber auch ein Spießerchen. Also ich bin auch absolut dagegen, gell? Aber du kommentierst ja alles negativ. Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer... Das weiß ich nicht. 218! Also, wir sind jetzt hier bei Earls Haus und da gehen wir jetzt gerade einfach mal direkt rein. Wir sollen nämlich hier Beweise sammeln. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Wir haben ja zwei neue Quests bekommen. Einmal die... Schau du im Wohnzimmer nach. Es muss hier irgendeinen Hinweis darauf geben, wo der Junge hin ist. Trotz der vielen Gerüchte sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass das Institut ihn entführt hat, zwischen 0 und keinem Prozent. Okay. Denk mal darüber nach. Earl Sterling, Barkeeper-Gehilfe. Ja. Warum nicht den Barkeeper selbst schnappen? Vadim kostet sein Zeug doch so ausgiebig, dass jegliches komische Verhalten keinerlei Aufmerksamkeit erregen würde. Er hat ja auf jeden Fall sehr viel getrunken gefühlt, aber gut, er war ja auch ein, weiß ich nicht, so ein Boy. Also, lass mal hier. Nimm einfach mal den ganzen Scheiß mit. Und Earl konnte null mit Menschen. Bringt dem Institut vielleicht ein paar Punkte in der Kategorie der Letzte, den man verdächtigen würde. Ja, okay. Aber warum nicht jemanden mit Charme entführen? Jemanden, der dir geben kann, was du willst. Wenn was? Viel los war, hast du bei Earl den ganzen Abend auf deinen Drink gewartet. Und was sagt uns das? Keine bekannten Feinde. Rausgegangen ist er auch nicht. Also kommen weder Raider noch Mutanten in Frage. Okay. Nein. Alles schreit nach Unfall. Was hat Earl nur getan, dass es so weit gekommen ist? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber auf jeden Fall mal rausfinden. Ich muss... Was mir gerade auffällt, ich habe eine Waffe noch nicht ausgerüstet. Artillerie, die nicht... warum ist er denn? Hier, die. Ich packe die einfach mal dahin, weil dann haben wir nämlich da... Die macht ja eigentlich ordentlich Schaden. Warte mal, ich kann mich doch hier mal ein Stündchen hinlegen, weil dann ist nämlich auch unsere Muni voll. Hey, komm mal her. Ich hab hier was gefunden. Ist da, ist echt so. Hä? Was hast du gefunden? Oh, guck mal einer an. Oh, Pipelig. Mega Surgery Center. Rekonstruktive Chirurgie. Gesicht. Operation ist nach Eingang der letzten Rate durchzuführen. Patient Earl Sterling. Hey. Eine Rechnung des Mega Surgery Center. Hm? Ah, alles klar. Die lieben Ärzte wohl dazu sagen. Ja, das werden wir dann. Zigarrenkiste. Ich habe sehr viel gehört. Ich soll doch mal diese Zigarrenkisten und Zigarettendinger mitnehmen, weil die sich gut verticken lassen. Und wenn wir schon mal hier sind und in Diamond City sowieso sind und einen Laden haben, dann werden wir den Scheiß doch einfach direkt verkaufen, ganz ehrlich. Gucken wir uns das einfach mal an. Habe ich Bock drauf? Habe ich echt Bock drauf? Ja. Ich weiß leider nicht mehr. Ich weiß den Namen leider gerade nicht mehr. Ich weiß, ein Zuschauer, der sehr regelmäßig meine Videos guckt und mir auch regelmäßig Kommentare schreibt. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Scheiße. Ah! Ich habe das Bild vor Augen, ich kann es aber auch gerade nicht beschreiben. Also, falls du das hörst, vielen Dank für den du Tipp. Hängst mit so. Schön für dich. Niki ist einer von den Guten. Hey, hallo, Mister. Hi. Hi. Okay, die können wir die hier einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir sind entdeckt. Fuck. Was geht hier? Ach, stimmt. Da ist ja der eine Händler. Du siehst ein bisschen mitgenommen. Da ist Sünd wieder. Hi, Percy. Wir sind sehr erfreut darüber, dass Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen. Zeig mal, was du so hast. Ich hab dich nur ausgewählt, weil du jetzt noch wach, bist. Ja, doch, weil du noch wach bist. Was kann ich dir denn jetzt gerade mal verkaufen? Hier, Hilfsmittel, das war's nicht. Schrott war's, ne? Genau, guck dir das. Oh, krass, Alter, das ist teuer. Benzinkanister, Öl, Kaffeekanne, Plastik. Oh, das ist auch viel. Was haben wir denn hier? Schachtel Zigaretten. Oh ja, tatsächlich, Alter. Krass. Und was ist hier, Zigarrenkiste? Oh!
Ich wünschte, ich hätte das öfters mitgenommen. Das ist ja richtig teuer. Das ist ja total geil. Nice. Sollte ich drauf achten. Also Kippen und Zigarren. Merke ich mir. Ach, Doc, du bist das. Hi, Doc. Ich muss mal speichern, bevor hier irgendwas passiert. Moinsen. Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Ja, wie man sieht. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Okay. So. Kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Ich habe keine medizinischen Anliegen. Oh, Doc Crocker. Warte mal. Heute nicht. Gut. Lass mich mal. Charisma brauche ich. Kann ich dafür irgendwas trinken? Also jetzt mal wirklich. Hier, guck mal. Na, wir haben doch hier. Was haben wir es denn? Da, Charisma. Haben wir noch irgendwas mit Charisma? Mentats oder so? Wahrnehmung. Komm, nimm mir einfach mal. Der Motor läuft nicht rund, wenn du das falsche Zeug tankst. Ja, jetzt. Meine Güte, du bist aber auch ein Spießerchen. Also ich bin auch absolut dagegen, gell? Aber du kommentierst ja alles negativ. Meine Fresse. Ich darf nichts knacken. Ich darf nichts stehlen. Wobei. Aber hacken darf ich. Hacken darf ich, gell? Meine Fresse, Digga. So, hi. Hey. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Oh Gott, das ist so lustig. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Ich bin ein Arzt, kein Sekretär. Er kommt mit Sicherheit irgendwann wieder. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen. Ich habe kein medizinisches. Jetzt nicht. Also gut. Aber das ist ganz geil. Ich will nochmal mit... Hey! Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hierher keine Probleme. Nein, hatte ich nicht. An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Ja. Oh! Ach krass, guck mal. Das wusste ich auch nicht, dass hier... War ich da schon mal drin? Jetzt mal ohne Flachs. War ich da schon mal drin? Hi! Habt ihr hier irgendwas? Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Ja, das ist doch wunderfein. Was habt ihr denn hier? Habt ihr einen Comic vielleicht? Ihr habt aber ein kleines, beschissenes Haus, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut. Ihr habt ein kleines Häuschen. Das ist wirklich sehr winzig. Oh, guck mal, wie süß. Was? Buttercup. Only 16.000! Alter, krass. Okay, das ist teuer, das Scheißding. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Ja, dann müssen wir das Mega-Surgery mal untersuchen. Hätte ich eh Bock drauf gehabt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da rummachen. Dann lass uns doch mal gucken, wo das auf der Karte ist. Spur ist verschwunden. Wo ist das Mega-Surgery? Moment, das... Warte mal. Ich wette mit dir, das ist da unten. Safe. Guck dir die Scheiße da unten an. Angenommen. Blutspuren. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Fun Fact, da waren wir schon mal. Besorg dir den Schlüssel. Brauche ich nicht, ich bin ja schon da. Also... Der guckt jetzt auch gerade nicht zu. Vielleicht hilft das ja schon. Vielleicht passt das ja. Oh, Earl. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Digga. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten. Ist das so? Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Digga, dein Ernst? Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich habe vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder? Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, das Institut hätte ihn entführt. Ach, Digga. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also, ich krieg übrigens das Menü gerade nicht weg. Aber
Das ist übrigens auch die Stimme von Pauli aus dem Mafia-Remake. Ich wollte es nur mal angewählt haben. Oh, scheiß drauf. Sag Earl einen schönen Gruß von mir. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das versuchen, friedlich zu lösen. Beziehungsweise gucken, ob wir ihn verhaften können. Ich probiere es einfach mal. Wenn es nicht klappt, ist okay. Wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Digga, du hast ihm die Arme und Beine entfernt. Und den Kopf. Okay. Ich krieg alles hin, alles. Was hast du mit aus? Okay, das haben wir schon. Gute Ja. Komm, wir verhaften ihn. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Lass uns nichts überstürzen. Ich war das, oder? Ja. Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich krieg alles hin. Alter, der macht sich gerade selbst. Wirklich jetzt? Was ist hier los? Ist das Dr. Crocker? Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Oh, ich kann mein Gesicht auch nicht mehr operieren. Das war nämlich auch so eine halbe Nebenquest. Sieh dich ruhig um. Du wirst es schon rausfinden. Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Richtig. Ja. Du hast es nicht gewusst. Es ist nicht dein Fehler. Natürlich ist es nicht mein Fehler. Dieser Schwachkopf und seine verfluchte, um jeden Preis gut aussehen Mentalität. Jetzt haben zwei Menschen ihr Leben verloren. Eine Schande. Ich sag am besten der Sicherheit Bescheid. Geh jetzt lieber. Es wird einige Zeit dauern, die Sauerei hier wegzumachen. Das ist wohl wahr. Warte mal, kann ich hier... Ah ja. Das nehmen wir einfach alles mit. Oh Gott, Alter. Ah, das ist nicht gut. Scheiße. So, oh. Kann ich mit dir nochmal reden? Hey, Doc. Ich gebe der Diamond City Sicherheit Bescheid, was passiert ist. Alle sollen wissen, was Dr. Crocker Earl angetan hat. Ja, das ist wahr. Alter, was eine Scheiße. Ja, blöd. Schade, ich hatte gehofft, dass wir den vielleicht noch irgendwie retten können, aber nein, dem war nicht so. Konnten wir nicht, dann halt nicht. Es war ein Versuch wert. Es war es wert, aber naja, was willst du machen? So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder zu Valentine, oder? Ja, das ist wahr. Müssen wir jetzt wirklich in dein Lager, damit wir mit dir reden können, damit du den Fall abschließen kannst? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ah Gott, ist das dämlich. Ah gut, von mir aus, komm. Ja, Doc Crocker. Schade. Ich hätte mir gewünscht, die Nebenquest vorher gemacht zu haben. Deswegen kam mir der Name auch so bekannt vor. Ich Hi! Schätze, wir sollten ihr alles erzählen. Habt ihr zwei rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Ja, leider. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Ich hab's probiert. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ja, danke. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Duckout, okay. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Ist kein Problem, sehr gerne. Na also. Nice. Und Level 40. Hab's geschafft. Nice. Sehr schön. Ja, Valentine hat das gefallen. Das glaube ich dir, dass das gefallen hat, dass ich Level 40 bin. Nice. Dann können wir nämlich doch jetzt hier unsere Rüstung machen, ne? Ja, das machen wir auch gerade. Perfekt. Rüstmeister. Nice. So, was geht bei dir jetzt? Wir haben jetzt noch die Quest. Der finde den goldenen Grashüpfer. Wo soll ich denn da hin? Wie jetzt? Da oder was? Echt? Okay, dann gehen wir da. Dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Ich meine, Inventar ist soweitgehend noch aufgeräumt. Ich könnte, entweder mache ich das jetzt oder beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht. Gut, aber... Moment, wie weit ist das denn?
Ach so, weil das da hinten hin zeigt. Ja, okay, passt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal genau dahin. Aber während das lädt, meine lieben Freunde und meine lieben Zugucker, vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde jetzt hier einen Schnitt machen und im nächsten Part geht es dann direkt weiter mit dem nächsten Fall. Ah, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Geil. Also, meine lieben Zugucker, dann passt auf euch auf, bleibt gesund und man sieht sich. Bis dann. Haut rein. Tschüss.